dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Was geht, Alter? Folge 60, Gleichsatzkanal, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Wo schaut's aus? Und wir machen weiter mit Ernst Topic, Erkenntnis und Illusion im Jahr 1979. Diese abstrakten Gedankengebilde bestehen nämlich in erheblichem Teil aus beliebig manipulierbaren Lehrformeln, die jeweils den schon an der Macht befindlichen und den noch nach Macht strebenden gleichermaßen zur scheinbaren Rechtfertigung ihrer Positionen, Interessen und Ziele verfügbar sind. Also hier in ideologischer Formulierung das, was ich schon seit 59 Folgen predige. Abstraktionen sind der Renner im Machtgeschäft. Manipulationen finden sich, lassen sich sehr einfach bewerkstelligen, wenn man nur in den Gläubigen einen Glauben an eine gleichermaßen für alle wahrnehmbare Welt aufrechterhält. Und innerhalb einer solchen gelten dann die Regeln der formalen Logik, die nicht unbedingt einen direkten Bezug zur Realität haben müssen, die sich innerbetrieblich gegenseitig rechtfertigen, beweisen, sodass man den Anschein erhält, es ist alles in bester Ordnung, aber der eigentliche Angelegenheit, die sogenannte Realität, findet dort nicht statt, weil es diese allgemeingültige Realität auch gar nicht gibt. Wenn von Realität gesprochen werden kann, dann ist es eine subjektive Realität. Dann sind das die Zwecke, Interessen, der Nutzen, denn Leute verfolgen die Bedürfnisse, die jemand hat, ein ganz konkretes Subjekt. Und diese Subjekte, die sind einer allgemeingültigen objektivistischen Wissenschaft nicht zugänglich. Der Lateiner sagt, dualitas non est scientia. Einzelne ist kein Gegenstand der Wissenschaft. Und genau darum geht es. Ihr seid alle die Einzelnen. Ihr seid alle kein Gegenstand der Wissenschaft. Denn alle Wissenschaft trifft alles Mögliche, aber nicht eure Verhältnisse. Das, um was es in eurem spezifischen Leben geht. Wovon da die Rede ist, sind immer statistische Größen. Der Durchschnittsdeutsche Thomas Müller trinkt im Jahr 60 Liter Bier. Ich trinke überhaupt kein Bier, zumindest zur Zeit nicht. Und so ungefähr schaut das aus. Der Durchschnittsdeutsche hat einen Bart. Ich habe auch einen Bart. Aber ich kenne einen Durchschnittsdeutschen, der hat keinen Bart. Und so ließen sich diese Beispiele durch die Bank noch zahlreiche andere Beispiele aufführen. Diese Diskrepanz zwischen abstrakter, mehrheitlicher Feststellung, dass in der Regel gibt es in deutschen Haushalten im Ehebett kein Vorspiel. Und jetzt kommt es darauf an, ob man eben in der Regel ist oder nicht. Ein anderer Trick der Manipulation besteht darin, eben diese an sich Welten darzustellen und so zu tun, als wären Verhältnisse absolut, die sie nicht sind. Wenn es zum Beispiel darum geht, 20%
der irgendwelcher Wähler wählen irgendwas. Und diese Aussagen, die werden einfach so hingenommen. Es hat niemand im Bewusstsein oder in den seltensten Fällen wird es bewusst, dass diese 20% der Wähler sind, die an der Wahl teilgenommen haben. Aber es haben insgesamt an dieser Wahl nur 50% der Wähler teilgenommen. Also sind diese 20% mit denen sich dann, sobald etwas über 20% ist, dann wird gleich von Volkspartei und dergleichen gefaselt. Wenn die Wahlbeteiligung bloß die Hälfte war, dann sind auch diese 20% die Hälfte. Und dann waren das 10% der Bevölkerung, die eine bestimmte Partei gewählt haben. Und das ist eigentlich nicht so viel. Da würde jetzt niemand groß behaupten, handelt sich um eine Volkspartei, sondern eher, das ist eine Minderheit. Und das ist im Prinzip die Methode. Es wird immer so dargestellt, dass das im besten Licht stattfindet. Der Vergleich, der dabei herangezogen wird, der wird aber nicht offenbart. Also der ist nicht im Bewusstsein der Leute. Das wird immer so dargestellt, als ist der Lebensstandard in Deutschland deshalb gut, weil man sich mit all möglichen anderen Ländern vergleicht, in denen er noch schlechter ist. Oder irgendwelche anderen Sachen, wo andere Länder besser sind, da wird dieser Vergleich dann nicht, wird wieder so dargestellt, besser dargestellt, als er eigentlich ist. Auch wieder durch die Vergleichsheranziehung, irgendwelche Vergleiche, sodass es immer darauf ankommt, mit wem ich mich vergleiche, ob ich dann gut oder schlecht dastehe. Es wird aber in der Berichterstattung oder in dem Moment, in dem dieses Thema da abgehandelt wird das nicht bewusst gemacht, weil dann ein ganz anderes Bild entsteht. Es sind so die Tricks, mit denen gearbeitet wird, um ein möglichst positives Bild darzustellen, und viel wird dann auch gar nicht, das wird einfach ignoriert. Viele möglichen Informationen oder auch existierenden Theorien, die sind allein durch ihre, die werden nicht nach ihrer argumentativen Qualität beurteilt, sondern danach jetzt, wie viel Zuspruch irgendetwas in der Masse der Bevölkerung hat. Das ist der Maßstab. Und wenn das zu wenige sind, dann fällt es nicht ins Gewicht. Ganz egal, wie jetzt irgendwelche Argumente sind. Typisches Beispiel hier der Gleichsatz. Typisches Beispiel hier der Gleichsatzkampf. Ist auch erste Sahne, aber wird mehr oder weniger ignoriert, weil niemand dem Vergleich stand hält. Die trauen sich alle nicht, mit mir in den Ring zu steigen. Mir ist es auch zu blöd, da irgendjemanden herauszufordern. Könnte noch der Eindruck entstehen, wäre da irgendeine Theorie wert, sich mit derselben auseinanderzusetzen. So, also Topic jetzt sehr polemisch, aber im Grunde genommen schließe ich mich ihm an. Machtgeschäft funktioniert über Allgemeinbegriffe, Abstraktionen. Das müssen jetzt nicht in jedem Fall die absoluten Lehrformeln sein, aber es
Das meiste von dem, was da verzapft wird, das hält keiner gründlicheren Prüfung stand. Und dann ist es, wäre es dann wie vieles strittig, aber das reicht dann schon. Solange nicht das Gegenteil bewiesen wird, und das Gegenteil wird in dem Fall nicht bewiesen, weil die grundsätzliche Einstellung überhaupt zur ganzen Begriffswelt ja in dem Sinn gar kein Vergleich zu dem ist. Also da gibt es nichts zu beweisen, weil mit dem Beweis würde man sich ja schon auf diesen objektivistischen Trip begeben. Das Einzige sind die Widersprüche. Aber Widersprüchen leben, das ist für diese Leute überhaupt kein Problem. Weil ja alle anderen nicht weniger widersprüchlich sind. Also ist Widersprüchlichkeit im Grunde genommen kein Argument. Da müssen dann schon ganz offensichtliche Lügen im Spiel sein, die man jemanden dann ganz klar und deutlich Filmaufnahme mit der Zeitung des heutigen Tages als Beweis dafür, dass jemand noch am Leben ist, so ungefähr wie das die Erpresser machen. Aber auch in diesen Fällen muss man nur sehen, wie in den Vereinigten Staaten da, mit was dieser Trump da alles durchkommt. Also das ist alles jenseits von irgendeiner Argumentation. Und mit Putin ist es nicht anders. Wenn da, wie jetzt gerade kürzlich, Biden dem Putin Menschenrechtsverletzungen vorwirft, dann sagt Putin, soll der Amerikaner zuerst einmal vor seiner eigenen Tür kehren, so ungefähr. Und die Sache ist erledigt. Das Argument spielt keine Rolle mehr, man braucht sich damit nicht auseinanderzusetzen. Nawalny ist ein Gesetzesverbrecher, ein Gesetzesbrecher. Fertig. Es folgte Nummer 290, George Berkeley, Bischof, der gute alte Berkeley aus Cloyne, 18. Jahrhundert, schätze ich mal. Vor Hume noch, denke ich mal, bekannt geworden durch den Spruch Esse est percipi, also Sein ist Wahrnehmen, eine bestimmte Art des sogenannten Idealismus, die darin, dass man meint, Realität findet Bewusstsein statt, wird oft missverstanden, es existiert nur das, was im Bewusstsein existiert, das ist natürlich Blödsinn. Es existiert alles Mögliche, die Frage ist nur, ob es dem menschlichen Sinnesapparat überhaupt klar werden kann, zu Bewusstsein kommen kann, irgendwelche Frequenzen auch für den menschlichen Hörapparat zu hoch oder zu tief liegen, eine Art von Realität, die nicht wegzuleugnen ist, aber von der ein Mensch jetzt... Gut, man kann jetzt irgendwelche Apparate und Verlängerungen sozusagen der menschlichen Sinne da ins Spiel bringen, aber da gilt dann dasselbe Argument wie für den Menschen, die sind auch beschränkt, also da heißt es noch lange nicht, dass jetzt die zur Verfügung stehenden Apparate alles abdecken, was sonst noch möglich wäre, weil man das ja davon keine Ahnung hat, weil es diesen Apparat noch nicht gibt oder vielleicht nie geben wird. Aber nun zurück zu diesem Zitat. Vergeblich breiten wir unseren Blick in die Räume des Himmels aus und suchen wir in die Eingeweide der Erde zu dringen. Vergeblich befragen wir die Werke gelehrter Männer und gehen den dunklen Spuren des Altertums nach. Wir brauchen nur den Vorhang von den Worten wegzuziehen, um hinter ihnen den Baum der Erkenntnis zu erfassen, dessen Frucht vortrefflich und in greifbarer Nähe für uns ist. Das ist wieder typisch Idealismus.
Denn für irgendeine Erkenntnis gibt es keinen Beweis, beziehungsweise die Bedingungen sind immer willkürlich und Erkenntnis heißt letztlich Allgemeingültigkeit, denn wenn eine solche Erkenntnis abhängig ist von ganz bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen, dann würde sich diese Erkenntnis dann mit diesen Voraussetzungen und Bedingungen auch wieder ändern und wäre jetzt wieder eine andere von derselben Sache. Das ist eher weniger sinnvoll, aber der Glaube, das ist eben Idealismus, dass man nur von einem Vorhang von den Worten wegzuziehen bräuchte. Das heißt, sich bewusst zu machen, zu was Worte fähig sind in Bezug auf Erkenntnis. Dieser Vorhang, das wäre ungefähr sowas wie der Schatten, der in der letzten Folge schon mal zur Sprache kam. Wir haben es nur mit dem Schatten von Worten zu tun, wie in Platos Höhlengleichnis werden nur die Schattenbilder an der Wand wahrgenommen, aber nicht die Urheber dieser Schatten, beziehungsweise der Grund dafür, dass überhaupt ein Schatten entsteht. Der idealistische Irrtum, der besteht eben darin, dass man meint, sich nur der Abstraktion bewusst werden zu müssen, um dann klar zu sehen. Das ist natürlich keineswegs der Fall. Und auch dessen Frucht ist vortrefflich. Das ist alles bloß Träumerei, Schwärmerei. Denn die Begriffsbildung und die Worte sind nur nützlich. Und nützlich für eine subjektive Erkenntnis, aber nicht für eine allgemeingültige Erkenntnis. Das ist der Unterschied. Denn die Allgemeingültigkeit lässt sich nicht rechtfertigen, weil es gibt gar keine Instanz, die das beurteilen könnte. Um wirklich den Überblick jetzt, den totalen Überblick und wirklich allgemein sprechen zu können, dass es sich um eine allgemeine Angelegenheit handelt, die unabhängig von speziellen Zufälligkeiten in jedem Fall gilt. Diesen Überblick man müsste ein Gott sein, um derartige Aussagen machen zu können, und auch kein Gott, oder da müsste man sich diesen Gott eben dann so definieren. Im Grunde genommen ist dies, wenn von irgendwelchen Autoritäten oder Eliten da allgemeingültige Aussagen getätigt werden, dann ist das im Grunde genommen nichts anderes als Gott spielen oder eben nur demagogisch und ein ausgemachter Schwindel und Betrug. Und das Komische ist, dass diese Leute oft auch den Unsinn glauben, den sie da zapfen, die sind da so in ihrer Rolle drin und es funktioniert ja auch super, also weswegen sich dann da groß Gedanken machen. Das war dann der wirkliche Idealismus. Es folgte Nummer 291 und ein kurzer Blick auf Zeitgeber. 5 Minuten, da gibt es noch was. Ernst, der Kassierer hier, auch neu, Kantianer, unterwegs in Sachen Funktion und Substanz herumreiten auf diesen Begriffen.
Funktionsbegriff so und Substanzbegriff, das war, glaube ich, eine Arbeit von Assira Boykantiana. Er schreibt, jede geistige Form scheint zugleich eine Hülle zu bedeuten, in die sich der Geist einschließt. Wenn es gelänge, alle diese Hüllen abzustreifen, dann erst so scheint, als würden wir zur echten, unverfälschten Wirklichkeit, zur Wirklichkeit des Subjekts wie des Objekts durchdringen. Also das erinnert jetzt der gute Vorarbeit vom Vorsortierer. Hier diese zwei Zitate passen wie die Faust aufs Auge, sagt man so, zur echten, unverfälschten Wirklichkeit, da gilt dasselbe, was ich in Bezug auf Früchte vortrefflich in greifbarer Nähe, es ist Unfug, da gibt es keine Früchte, sondern jemand hat, so geht es schon mal los, dass jemand was im Schilde führt. Jemand richtet seine Aufmerksamkeit, sein Interesse, seinen Fokus auf eine ganz bestimmte Sache und nicht so allgemein auf alles Mögliche, sondern auf eine ganz bestimmte Sache. Und die soll in einem ganz bestimmten Licht erscheinen. Angeblich will man alles über diese Sache wissen, will man Erkenntnis haben über diese Sache, will man die Wahrheit dieser Sache kennenlernen oder, was auch noch gern genommen wird, das Wesen dieser Sache erforschen, die Natur dieser Dinge. Und das ist ein Irrtum, da das, was hier ein Wesen, was hier erforscht werden sollte, da wird zuerst die Sache so präpariert, wie man sie haben will, und dann wird geforscht. Also eine Allgemeinheit definiert, und dass nur das Allgemeingültige eine Rolle spielt. Erst dann finden ja die Begriffe eine unwidersprochene Anwendung finden, wenn da zwischen der Sache, um die es geht, und den Begriffen keine Widersprüchlichkeit in der Form besteht, dass es, weil beides Allgemeinheiten darstellen. Die Allgemeinheit ist sozusagen das gemeinsame Dritte, und die Wirklichkeit des Subjekts, das heißt, die heißt immer die objektive Wirklichkeit eines Subjekts, die gibt's nicht. Die ist hier nicht auf dem Speiseplan. Individualitas non essentia, weil Allgemeinheit und Individualität oder das Individuum inkommensurabel sind. Und das, was einem an einem Objekt dann wirklich ist, das ist nur das, was zu einem Objekt gemacht wurde. Der Akt der Vergegenständlichung. Aber davon Wirklichkeit zu sprechen, das ist auch irgendwo Unsinn, denn das ist ja die Tat eines, die Aktion eines Menschen, da ist ja jemand am Werk. Da will ja jemand etwas vergegenständlichen, was vorher noch ungeformt mehr oder weniger war. Oder von mir aus auch geformt, dann ist es jetzt eine Kiste von mir aus, die so und so lang und so breit ist. Seit ist eben abgelaufen, der Folge 60. Dann ist scheinbar, steht der Gegenstand fest, aber letztlich ist der Gegenstand immer das Interesse, weil weswegen kümmere ich mich jetzt um diese Kiste und ist mein Gegenstand ist nicht etwas anderes. Der Gegenstand, die entscheidende Frage ist auch nicht der Gegenstand, sondern weswegen ich mein Interesse für einen bestimmten Gegenstand besteht oder für eine bestimmte Sache.
Und ohne dieses Interesse ist alles witzlos, zwecklos. Und dieses Interesse ist eben der Nutzen. Und in diesem Sinn ist Wissenschaft nichts anderes als Technik und unterliegt den Normen der Ethik. Inwieweit eine Technik gerechtfertigt werden kann oder eben inhuman wäre, ist oder schädlich, ja auch immer, irgendeine Erfindung. Und schon nähern wir uns der magischen Zahl 350, die das Ende dieser Trilogie bedeutet. 292, noch ein paar Nummern bis zur 300. Und dann wären im Grunde genommen 4 Siebtel geschafft. 4 Siebtel wären ja knapp über die Hälfte. 350 geteilt durch 5 ist ein Teil 50 und 300 sind 6. Genau, 6 Siebtel. Übrigens, Peace und Out.